Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge hier im LS22 im Heimatprojekt. Einen schönen Dienstag wünsche ich euch. Ja, Grüße und Moin. Ja, neue Woche, neues Glück, man kennt's. Und ja, ein bisschen was hat sich getan, viel jetzt nicht. In der Zwischenzeit habe ich nicht allzu viel weitergespielt, aber macht ja nichts, das macht ja überhaupt nichts. Ich habe auch über die vergangene Woche ein bisschen was an Mods aktualisiert und ja, da können wir noch ein bisschen durchgehen. Ihr seht es vielleicht schon, oder? Hier rechts oben. Ich habe unter anderem hier oben so ein Hut mit reingenommen. Das kann man mit Alt, Links und M durchschalten, komplett aus. Hier sieht man dann den Fortschritt der Missionen. Mir gefällt das besser, ist es nicht zu lang. Da kann man das immer ein bisschen im Auge behalten, die aktiven Verträge. Es steht zwar nicht dabei, was wir da tun müssen, aber wir wissen zumindest, wie weit das Ganze ist. Ich habe die ganzen Helfer schon mal angesetzt. Das heißt, hier drüben ist ja unser Helfer am Haferseen, war das? Genau. Das war ja am Haferseen. Dann hier unten, der Helfer ist dabei, hier den Mais zu legen, und hier oben ist auch ein Heilhelfer mit der Hirse. Müsste eigentlich das Ganze sein, ne? Jo, die 10, die 26 und ich glaube, der eine Helfer hier oben, den haben wir von der 30er Mission abgezogen. Deswegen ist das dann die letzte. Ja, passt. So, ich muss mich erst einmal wieder klar werden, was wir hier alles so machen müssen. Muss man mal ein bisschen durchschauen. Jetzt sind wir ja hier mit dem Walzen fertig in der Theorie, ne? Von dem her passt das. Das heißt, gucken wir mal auf unsere Felder, was da so alles zu machen ist. Ich glaube, bei denen ist eh nichts zu tun, ne? Die sind im Wachstum und voll gedüngt und da passt alles. Hier unten, da haben wir jetzt, genau, die 42 haben wir ja noch gekauft. Die müssen wir dann noch bestellen. Mit irgendwas. Und ja, gucken wir mal weiter. Dann klappt man das mal zusammen. Das heißt, die 40, 38 und 39, die sind gemulcht worden, ne? Die 40 müssten wir noch irgendwann mal düngen. Das können wir noch machen. Genau, die 42 müsste gepflügt werden. Das heißt, hier müssen wir definitiv unseren Tiefenlockerer drüber schicken. Ist sonst noch irgendwas? Ich mache mal alles weg. Außer Kalk. Muss hier irgendwo gekalkt werden. Ja, die Ränder, die wir da erweitert haben, aber das ist uns jetzt im Moment eh egal, weil jetzt ist es zu spät. Das heißt, hier müssen wir dann eigentlich, genau, nach dem Tiefenlockern werden bestimmt wieder Steine zu sammeln sein. Und hier muss dann nach dem Ansehen natürlich gewalzt werden. Das können wir dann schon machen. Das können wir definitiv machen. Eigentlich theoretisch, der ist ja bald fertig, ne? Können wir den eigentlich schon einstellen? Hier ist ja eh schon der Autodrive-Punkt. Dann würde ich sagen, machen wir hier gleich einen CP-Kurs, dann soll er hier loslegen mit dem Walzen. Das schadet er nicht, das schadet er nicht. So. Gucken wir mal. Und zwar, dann schicken wir den gleich los. Hier haben wir das Feld. Das, wo machen wir das am dümmsten hin, wo es am wenigsten im Weg ist? Ja, komm, lassen wir es da oben. Wir brauchen es eh nicht. Wir brauchen eh nur den Punkt hier. Dann soll er hier anfangen. Öffnen. 6 Meter, zweimal Vorgewände. Das passt alles. Vorgewände, Ecken kann er tatsächlich scharf machen. Sollte mittlerweile eh funktionieren. Und der Rest passt alles. Dann generieren wir den mal. Ja, hier haben wir eh über runde Ecken gemacht. Deswegen, oder ja, runde Ecken, ne? Deswegen brauchen wir da eh nichts machen. Sollen wir das abspeichern? Nee. Braucht man eigentlich nicht abspeichern. Lohnt nicht. Deswegen würde ich sagen, erster Wegpunkt und gehst du mal, fährst du mal los. Die sind unterwegs. Genau. Der ist jetzt fertig. Das heißt, der kann hier dann noch mit einem Tiefenlockern beginnen. Das ist 100% gedüngt. Okay. Schönes Ding. Wir müssen hier nach dem Tiefenlockern vermutlich wieder. Ja, genau. Die Steine aufsammeln, ne? So, läuft das? Jo. Vorige Woche war ja dann auch noch. Ich sehe gerade oben, die 26 ist auch fertig.
Vorige Woche war ja auch Patch Day, das heißt, beim Hauptspiel gibt es jetzt die Version 1.3. Das sollte so einiges erledigt haben, so einiges gefixt haben. Mal gucken. Wir haben ja, also ich habe vorhin da schon gesehen, hier die Meldung ist jetzt ja neu, dass zwischenzeitlich während dem Abarbeiten der Missionen gibt es jetzt auch eine Meldung, wenn was fertig ist oder wie weit der Stand ist, ist ja auch ganz schick. So, das wäre das Ding hier. Ich frage für einen Freund, gibt es hier noch was Interessantes, das wir machen könnten mit den Dingen? Was sind das? Kartoffeln, nö, können wir nicht. Sojabohnen auf die 33. Warte mal, kann der nicht? Sojabohnen theoretisch auch? Jo. Ja komm, dann lass mal machen. Würde ich sagen, dann schicken wir den mal los. Dann soll der noch auf die 33. Und dort auch ein bisschen Sojabohnen ausbringen, ne? Wieso nicht? Wenn wir den schon hier in der Umgebung herumfahren haben, dann schicken wir den gleich mal los. Ich weiß zwar nicht, wo die 33 ist. Wo ist denn die 33? Hat die 33... Ah, dort. Ja komm, das ist ja fast in der Nähe. Sorry. Ja, es ist ein bisschen sperrig, das Ding. Aber ja, macht ja nichts. Dann würde ich sagen, dann nehmen wir die noch an. Vertrag akzeptieren und dann schicken wir den auf die 33, ne? Ein bisschen Saatgut ist ja noch drinnen. So, da brauchen wir natürlich einen Cursus Maximus auf der 33, weil da waren wir ja noch nicht. Die ist hier, der fährt ja hier irgendwo rum. So. Stopp, erstellen. Zack. Und hier. Öffnen. 12 Meter. Das passt alles. Der kann natürlich vorgewendete Weichen machen. Das juckt uns ja nicht dort. So, dann würde ich sagen, fährst du auf die 33. Jo. Machst den CP an und ab geht die Post. Ne? Erster Wegpunkt ist eingestellt. Perfekt. Viel Spaß. So. Ah, hier das Ding, ne? Wir haben hier halt schon ordentlich viel Eier und... Hier, das wäre ja auch mit dem Salat, ne? Der muss auch mal raus. Aber da kümmern wir uns später drum. Wir machen jetzt erst einmal oder stellen erstmal den Kollegen hier ein, damit der mal hier mit den... Oh, haben wir vergessen auszumachen? Jo, haben wir vergessen auszumachen. Dann stellen wir den erstmal ein, damit der zumindest mal hier mit dem Tiefenlockern anfängt. Und da ist dann die Frage, was machen wir dann drauf? Was haben wir da gesagt? Wir brauchen dann definitiv... Warte mal. So. Wir haben jetzt schon Gerste, Raps haben wir. Dann haben wir hier Mais. Was machen wir da drauf? Wir haben hier noch ein bisschen Sonnenblümchen. Das heißt, für die Schweinchen Sonnenblümchen und Raps ist ja futtermäßig das gleiche. Hier haben wir Hafer. Wozu haben wir das gesagt? Hafer. Achso, wir wollten ja auf die Getreidemühle, in Richtung Getreidemühle. Aber brauchen wir in der Getreidemühle Hafer? Weiß ich nicht, ich frage für einen Freund. Fabriken. Getreidemühle. Ja, guck mal an, da kann man Hafer auch reinballern. Genau, wir haben gesagt Hafer. Können wir reinwerfen und Stroh haben wir dann auch, ne? Stroh haben wir auch. Aber ich glaube mich zu erinnern, dass wir was gesagt haben von hier sehr ein bisschen Abwechslung. Könnte man auch hier sehr anpflanzen. Aber da schreibt mir gerne in die Kommentare, was soll man da reinballern? Oder draufballern? Ich stelle die mal ab. Er muss zuerst eben mal Tiefen lockern und dann schauen wir weiter, ne? So. Also den habe ich schon mal bereitgestellt für Salat und so verladen. Da gucken wir dann später mal rüber. Okay, dann müssen wir hier irgendwo einen Tiefenlockerer haben. Also während wir hier ein bisschen ankuppeln und ein bisschen raschieren müssen. Vielen Dank für die Kommentare in den letzten Folgen, habe ich mir durchgeguckt. Und ja, ein paar Kommentare waren dabei, die haben gesagt, ja, wenn wir dann in Richtung Milch gehen, soll man da definitiv die Milch selber produzieren. Ja, habe ich im Großen und Ganzen kein Problem damit, ne? Stört mich jetzt nicht besonders. Das heißt, wir brauchen dann auch noch einen Kuhstall. Das heißt, Geld muss ran. Ohne Geld keinen Kuhstall. Weil da fehlt uns ja noch so einiges. Wir sind ja auf... Kühe noch gar nicht ausgerichtet. Kühe brauchen wir ja Heu. Stroh ist jetzt kein Problem. Wir haben ja hier was angesät. So. Aber ehrlich gesagt, ich schicke den jetzt einmal los mit einem stinknormalen Helfer. Der macht das schon, hätte ich gesagt. Ja.
Jo, viel Spaß. Ja, zwecks Tiere, zwecks Kühe. Was haben wir hier drinnen? Muss ich mal nachgucken. Und zwar Tierchen, Kühe. Genau, da hätte ich zum einen mal so einen Freiluftstall, eben den von, oder Freiluftweide von Aix. Da muss man halt auch ein bisschen Wasser reinfüllen. Da bekommen wir dann aber kein Mistugülle, ne? Das muss uns klar sein. Hier hätten wir noch ein Plätzchen, das wir gesagt haben, hier erweitern wir unseren Hof. Da hätten wir ein bisschen Platz. Oder sonst halt hätte man die Möglichkeit, so einen Stall zu platzieren irgendwo. Aber der ist halt ein bisschen, den müssen wir so irgendwo hinstellen. Er ist halt ein bisschen uneben. Da würde sich die Weide halt schon anbieten. Und der hat halt auch 50 Stück Platz. Weil der ist, ja, viel zu teuer und viel zu groß, ne? Wäre ich eher bei der Weide. Was sagt ihr dazu? Kostet 75.000. Müssen wir halt ein bisschen Wasser nachfüllen. Aber wir haben ja hier ein Fass stehen. Kein Problem. Nur Mist und Gülle haben wir keine. Aber wir haben, dafür haben wir ja die Schweine, ne? So, schreibt es gerne in die Kommentare. Okay, das heißt, der ist unterwegs, der ist unterwegs. Das müsste jetzt eigentlich funktionieren. Und der hat auch schon angefangen hier zum Ansehen, also das läuft hier. So, dann müsste hier ja eigentlich, genau, wir haben hier jetzt, das muss gewalzt werden, ist jetzt weg. Perfekt. Und hier wird, das ist ja komplett gedüngt schon. Ja, cool. Das heißt, als nächstes fährt hier der Steinesammler drüber, weil hier haben wir jetzt rote Steine. Die müssen weg. Und ja, dann werden wir da ein bisschen Hirse drauf pflanzen, würde ich sagen. Ja? Hier oben sieht man es. Fällt 10 zu 80% abgeschlossen. Das ist jetzt eben beim neuen Patch immer dabei. Da werden wir informiert, wie weit da die Zwischenstand ist. Ne? Mittlerweile ist der schon bei 83%. Das geht ja schnell. So. Was haben mich da noch gemacht? Und zwar, ich habe noch ein paar. Ich glaube, einen Traktor habe ich mit reingenommen. Ne, hier nicht. Der ist hier drin, oder? Genau. Hätte den 700, 800er Vario TMS mit reingenommen. Beim 800er bin ich nicht so ein Freund von, weil das ist ein Pack. Der 800er wirft Fehler, deswegen, wenn, dann wäre es nur der 700er. Da sieht man eben, der hat keine Fehler. Aber wenn man jetzt beim 800er reingeht, da ist ein Fehler drin, ne? Also den kann man nicht nehmen. Aber der 700, der ist gut. Den kann man nehmen. Ich glaube, ein Problem ist mit dem Breitreifen. Ne, das hat der tatsächlich nicht. Weil der hat nämlich das Problem. Ja, also, das ist nicht. Das ist nicht. Das Pack ist halt, aber der 700 ist gut. Der wäre so ein schicker Traktor hier. Ne? Ich feiere den 700er TMS oder den 800er TMS eigentlich ganz gerne. Mag ich. Schönes Ding. Den gibt es auch bis 718 mit 185 PS, also ein schickes Ding, ne? Hätte ich mal mit reingenommen, habe ich schick gefunden. Und dann habe ich noch, also da können wir hier schauen. Ja, was habe ich hier noch mit reingenommen? Fahrzeugtechnisch glaube ich nichts, ne? Fahrzeugtechnisch nichts, aber ich habe irgendwas zum Platzieren mit reingenommen, und zwar Hallen. Da habe ich ganz schicke gefunden, und zwar solche Hallen. Da können wir dann später mal ein bisschen ja, schöne Hallen aufstellen. Ne? Eine Seite zu, ein bisschen so mit einem Fachwerk von Holz, ganz schick. Von CJ-Systeme. Dann habe ich auch so eine Hallen. Sind auch ganz schick, mit Holz verschlagen. Also für den zukünftigen Hoferweiterung, für den Hofbau, habe ich da schon was. Ne? Das ist eh schon alt. Das haben wir schon gehabt. Perfekt. Ja gut. Dann... Ah, der ist schon fertig. Das heißt, was ist denn das jetzt für einer? Das ist der Feld 10. Der muss dann, glaube ich, auf die 30. Aber jetzt liegt es an uns, ein bisschen Geld dran zu schaffen. So, weil sonst wird das nichts mit der Hoferweiterung und den Tierstellen. Weil wir schielen ja mit einem Auge auf die Molkerei. Aber da brauchen wir natürlich auf Zucker vorher. Also das wird sonst nichts. So, die 10, die können wir abschließen. Da haben wir keine Mietkosten. Und dann muss der jetzt weiter auf die 30. Der muss auch Sorghumhirse. Sorghumhirse ist eingestellt. Dann schicken wir den gleich los. Und dann haben wir eigentlich am wenigsten Arbeit damit, ne? So. Dann würde ich aber sagen, schicke ich den erst einmal. Warte, wir haben ja einen Field Calculator drauf. Ich weiß nicht, wie akkurat der ist, aber schauen wir mal. Und zwar, wir müssen jetzt auf die 30 und hier sie anpflanzen. Guck mal nach. Saatgut.
Wir brauchen hier so, theoretisch 1500 Liter fürs komplette Feld. Wir haben 1900 drin. Müsste sich aussehen gehen, deswegen riskiere ich es mal. So. Helferlein. Die 30. Job erstellen. So, der fährt hier hin. Dann fängst du hier an. 12 Meter, zweimal Vorgewende, weich, das passt alles. Generieren. Sieht ganz gut aus. Und dann schicken wir den gleich los auf die 30 und dann haben wir keine Kopfschmerzen damit, hoffentlich. So, CP aktivieren und viel Spaß. Ja, ich würde aber sagen, für diese Folge soll es das gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da und schaut auch bei der nächsten Folge wieder rein. Bis dann. Ciao.